Wenn Sie Mitarbeiter lange an Ihr Unternehmen binden wollen, dann gibt es eine Sache, die die wenigsten Unternehmen tun und die ganz, ganz wichtig ist und die ich Ihnen gleich in diesem Video verrate. Deshalb bleiben Sie dran. Viele meiner Kunden fragen mich, ja, wenn sie uns Mitarbeiter bringen, ist ja alles schön und gut, aber was mache ich oder wie sorge ich dafür, dass die lange, lange bleiben? Nun, natürlich gibt es da viele Maßnahmen. Das Wichtigste ist natürlich immer ein gutes Onboarding. Wenn Sie da Tipps brauchen, melden Sie sich bei mir, kann ich Ihnen kostenlos unsere Onboarding-Checkliste mal zukommen lassen. Aber noch viel wichtiger ist es, mit den Mitarbeitern regelmäßig zu sprechen und ihm klare Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. In der Fachsprache nennen wir das sogenannte Stay-Interviews. Stay vom Englischen stehen bleiben, also bleiben, im Unternehmen bleiben. Also Stay-Interviews führen ist absolut wichtig und kaum einer macht das. Die meisten Firmen machen ja sogenannte Feedback-Gespräche, wo sie dann immer die Mitarbeiter fragen, okay, was gefällt dir nicht an der Firma, was können wir besser machen oder was gefällt uns an dir nicht, was kannst du besser machen? Das ist ja so das Übliche, kennen wir alle, finden alle nicht so toll. Habe ich auch ein Video hier im Kanal drüber veröffentlicht, wenn Sie da Tipps brauchen, wie Sie die effektiver und entspannter führen. Aber darüber hinaus empfehle ich meinen Kunden, sogenannte Stay-Interviews zu führen. Mindestens einmal im Jahr. Manche machen es auch öfter, aber Stay-Interviews ist eine ganz, ganz wichtige Sache und soll halt Perspektiven, ganz klare Perspektiven dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin aufzeigen, damit sie bleiben. Das können zum Beispiel Sachen sein, die ich jetzt auch teilweise eben auch schon bei meinen Kunden gesehen habe oder mit meinen Kunden entwickelt habe. Einmal zum Beispiel habe ich jetzt einen Kunden, der sagt, wenn der Mitarbeiter bleibt, kriegt er nach 3 Jahren eine Prämie. Der schüttet immer die Gewinne fast komplett an seine Mannschaft aus, ist ein relativ kleines Ingenieurbüro mit 10 Leuten und jetzt haben die letztes Jahr 300.000 Euro Gewinn gemacht und jeder kriegt dann 30.000 Euro vom Chef mal eben so. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter kommt, dann wird der Gewinn höher, weil die mehr Umsatz machen können. Und dann sind es vielleicht 350.000 bei 11 Mitarbeitern, dann kriegt jeder 32.000 Euro oder so. Prämie oder 31.000, ist jetzt egal. Auf jeden Fall, das ist eine Maßnahme, die man machen kann. Dann weiß der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, alles klar, ich habe hier eine Perspektive. Wenn ich hier bleibe, kriege ich auf jeden Fall deutlich mehr Geld oder werde eben am Unternehmen vom Gewinn her beteiligt. Was man auch machen kann, sind Unternehmensbeteiligungen. Das ist natürlich auch sehr wertvoll und bindet die Leute auch sehr, sehr stark, dass man sagt, habe ich auch Kunden, du kriegst Unternehmensanteile oder kannst die erwerben. Nach 5 Jahren Arbeit bei uns kannst du eben statt Prämien vielleicht oder statt deinem Bonus ein paar Prozent von der Firma kriegen. Und jedes Jahr kriegst du dann halt eine Ausschüttung, eine Gewinnausschüttung und bist dann halt auch Mitunternehmer in der Firma oder Unternehmerin. Und das ist natürlich auch super. Ja, das bindet auch die Leute. Oder es gibt eine Abteilung, wo der Chef jetzt bald in Rente geht. Und wir haben jetzt schon festgelegt, du wirst diese Abteilung in 5 Jahren übernehmen als neuer Chef und wir werden jetzt schon eben mit dir 5 Jahre lang deine Führungsfähigkeiten verbessern, das im Team kommunizieren, dass das jeder weiß, dass du der Nachfolger wirst. Du wirst mit dem jetzigen Chef schon die Kunden kennenlernen, die er jetzt betreut, damit du die übernimmst und das Wissen in der Firma bleibt. Solche Sachen, das ist enorm wertvoll. Bindet die Mitarbeiter auch ohne Ende ans Unternehmen. Oder nach einem Jahr bekommst du einen eigenen Firmenwagen, den du privat nutzen darfst. Andere Sachen, die ich schon erlebt habe, sind eine eigene Abteilung aufzubauen oder auszugliedern, um halt einen Mitarbeiter, der Verantwortung will, mehr Verantwortung zu geben. Also ich habe das schon erlebt in einem Baubetrieb, wo eine Schlosserfirma, die sonst nur Stahlgerüste gemacht hat und Stahlhallen, aber die Fassade zugekauft hat, dann eben eine eigene Fassadenabteilung aufgebaut hat, um einen Mitarbeiter, der sich sehr gut mit Fassaden auskennt, dort die Fassaden Produktion führen zu lassen. Das hat super funktioniert. Also die Wertschöpfung war besser der Firma. Die haben am Markt ein besseres Renommee gekriegt, weil die Bauherren wussten, das ist alles aus einer Hand. Die ganze Halle inklusive Fassade, nicht nur das Stahlgerüst. Und der Mitarbeiter war happy und die ganze Abteilung wurde neu
aufgebaut mit neuen Mitarbeitern und alle waren glücklich. Mehr Umsatz, mehr Gewinn, zufriedene Mitarbeiter, was will man mehr? Oder was ich auch erlebt habe, ist ein Projekt, ein Architekturbüro, die auch Projektsteuerung nebenbei für Bauherren gemacht haben und ein Mitarbeiter wollte sich auch weiterentwickeln. Aus der Projektsteuerung, die haben dann halt einfach eine Tochtergesellschaft gegründet, eine GmbH, wo dann dieser Mitarbeiter Geschäftsführer geworden ist. Dann hatte der seinen Titel, war Geschäftsführer, hatte ein bisschen mehr Geld und hat diese Abteilung richtig super aufgebaut mit enormen Gewinnen und dadurch der Firma auch nochmal richtig was gebracht. Also es gibt so einen Spruch, den ich immer wieder erlebe, der wirklich stimmt. Und zwar geben Sie einem Mitarbeiter mehr Verantwortung und automatisch verdoppelt sich sein IQ. Das ist einfach so. Die Leute denken dann einfach mehr mit. Wenn sie mehr Verantwortung haben, fühlen sich wertgeschätzt und denken viel, viel besser mit und treffen viel bessere Entscheidungen und sind viel engagierter. Das ist wirklich ein Phänomen, ne? Also gucken Sie, dass den Leuten Verantwortung geben mit solchen Sachen und halt perspektivisch, dann bleiben die auch bei Ihnen, dann stayen die auch, dann haben sie gute, zufriedene Mitarbeiter und das Wichtigste ist halt, diese Interviews auch regelmäßig zu führen. Aber eben mit dem Ziel, stay zu bleiben und nicht irgendwie das zu vermischen mit Feedback-Gesprächen. Das sollte man trennen. Okay? In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Video. Ihr Marc Miositz. Ciao.